wir gerne Ärger haben. Wow! Ich höre euch zu, Bürger. Sprecht, Bürger. Das Oblivion-Tor in Quatsch wurde geschlossen. Versteht ihr denn nicht, was das bedeutet? Wir können diese Missgeburten besiegen. Geht nur. Ach, bemerkenswert. Weder jetzt noch in... Oh, der ist klasse. Das ist wirklich... Ich wünschte, ich könnte das... Oh, versucht nichts als leere Worte. Der ist klasse. Bemerkenswert. Ihr macht mir was für ein Unsinn. Ach, der ist bemerken was für ein Unsinn. Geht weiter.
Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin hinter einigen Skooma-Dealern her. Es ist wahr, was alle sagen. Quatsch ist verschwunden. Die Daedra überfielen es. Die Stadtwachen hatten gar keine Chance. Ganz wie es euch beliebt. In Ordnung. Macht euch nicht. Der gefällt mir. Gutes Argument. Bla bla bla. Das ist so langweilig. Das ist ein wenig übertrieben. Wo habt ihr gutes Argument, dass ich nicht lache? Der ist... Es reicht. Ihr lügt. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Dass ich nicht lache. Das ist ein wenig übertrieben, findet ihr nicht? Das glaube ich nicht. Ganz wie es euch beliebt. Bitte fahrt fort. Auf Wiedersehen. Habt Mitleid mit einem alten Kriegsveteran. Meine Kinders werden euch für eure Hilfe dankbar sein. Vielen Dank, mein Herr. Leia Wien steht alleine da. Das sagt zumindest Graf Caro. Nur unsere mutigen Wachen halten die Horden aus Oblivion noch in Schach. Geht nur. Möge Anu euch segnen. Guten Abend. Willkommen im Fünfklauen, Fremder. Essen und Betten, günstig und gut, aber vor allem sauber. Das verspreche ich als eure Wirtin. Vizai-Duzai gibt euch ihr Wort. Hier ist alles sauber, immer, oder ihr braucht nichts zu zahlen. Brodras unterweist die Mitglieder der Kämpfergilde in der besseren Verwendung von schwerer Rüstung. Ungewöhnlich für einen Bossmeer, aber er scheint sein Handwerk zu beherrschen. Was darf ich euch anbieten? Empfehlt mich euren Freunden. Kommen wir zum Geschäft. Dieses Angebot würde ich nicht jedem dahergelaufenen Interessenten machen. Ich hätte es euch nicht so billig verkaufen sollen. Ihr seid ein harter Feilscher. Günstiger bekommt ihr... Es war mir ein Vergnügen, euch behilflich zu sein. Auf Wiedersehen. Was kann ich für euch tun? Seht euch nur um. Billigere... Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Ihr könnt ein Bett für die Nacht haben. Nur 10 Goldstücke die Nacht. Nun gut, Kammer Nummer 2 in der Nähe des Eingangs. Wenn ihr Essen oder Getränke wünscht, lasst es mich wissen. In Ordnung. Nicht schlecht. Oh, bitte. Ja, redet nur weiter.
Das ist ein schönes Kompliment. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Das ist ziemlich gut. Nichts als leere Worte. Ihr seid erbärmlich. Ach, bitte. Ja, ich verstehe. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Oh, bitte. Das ist ziemlich gut. Ach, das ist ein schönes Kompliment. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Ja, ich verstehe. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Das der spart euch eure Worte. Ihr jetzt nicht schlecht. Bla bla bla, das ist so langweilig. Das ist ziemlich gut. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Bla bla bla, das ist so lang. Spart euch eure Worte. Ihr seid erbärmlich. Jetzt, ja. Oh, bitte. Jetzt nicht. Spart euch eure. Ihr lügt, wenn ihr den Mund aufmacht. Das glaube ich nicht. Seht euch vor. Was wollt ihr? Die Kammer gehört euch bereits für die Nacht. Schönen Tag. Was ist? Anvil ist in Aufruhr. Einen wunderschönen guten Tag. Seid gegrüßt, Khajiit. Was einen lebendigen Helden von einem toten Helden unterscheidet, ist ein scharfes Schwert. Kauft euch bei Thun Ceus das Beste, das ihr euch leisten könnt. Denn ihr wollt doch nicht zu den toten Helden gehören, oder? Warum schickt der Ältestenrat uns nicht die Legion zu Hilfe? Wer weiß, wann sich das nächste Oblivion-Tor öffnet. Bugak Grobol hat einige gute Bücher im Südliche Bücher. Aber er ist ein schräger Vogel. Immer auf eine Schlägerei erpicht. Ich kann alles reparieren, was ihr kaputt macht. Auf Wiedersehen. Was einen lebendigen... Geht nur. Versucht nicht, mich zu manipulieren. Was für ein mieser Scherz. Diese Runde geht an euch. Dagegen ist mein Leben öde und erbärmlich. Ich kämpfe nicht gegen euch. Meine Güte, was für ein Held. Weder jetzt noch in der Zukunft. Das ist wirklich albern. Das ist nicht schlecht. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ihr seid ein harter Feilscher. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ein Ex... Das. Ein exzellentes Geschäft. Das klingt... Ein exzellentes Geschäft. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Lebt wohl. Seid gegrüßt.